Hallo, ich arbeite seit über 25 Jahren in der Wohnungslosenhilfe, unter anderem auch in der Berliner Kältehilfe. Ich stehe jetzt hier heute vor der Notübernachtung in der Storkower Straße. Wir haben hier Anfang Januar 100 Schlafplätze für obdachlose Männer und Frauen geschaffen, haben damit dann auch die 1200 Plätze für die Berliner Kältehilfe erreicht. Die Kältehilfe läuft aber nur bis Ende März, Ende April. Ich denke, wir werden weiter zusammenarbeiten müssen, Senat, Bezirke, freie Träger, auch in der Strategiekonferenz, um dort bessere Lösungen für wohnungslose Menschen zu schaffen.